Liebe Genossinnen und Genossen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir ist sehr unheimlich, während wir hier zusammensitzen und beraten, während draußen das Leben fast normal weitergeht, wird in einem anderen Teil Europas mindestens ein tiefer Bürgerkrieg vorbereitet. Die Ukraine ist in einem Bürgerkrieg und kann daraus ein großer europäischer Krieg werden. Das ist die Bewährungsprobe für die Partei Die Linke. Wir müssen diesem Krieg mit allem, was wir können, Widerstand entgegenleisten. Hier, indem wir uns klar werden über die Politik in der Friedensbewegung und in der Auseinandersetzung mit dem, was auch in unserem Land losgebrochen wird. Ich will sagen, 4 Punkte stehen für mich jetzt ganz aktuell im Vordergrund. Und da interessieren mich kleinkarierte Debatten und Streits in unserer Partei überhaupt nicht, wenn es gilt, einen Krieg zu verhindern. Erstens, es muss durchgesetzt werden, dass die Armee in der Ukraine, Westukraine, die Nationalgarde, sofort wieder in die Kasernen zurückgeholt werden. Man darf nicht die Armee gegen das eigene Volk ansetzen. Das ist doch wohl das Mindeste. Wir müssen zweitens durchsetzen, dass endlich wieder das Tabu, dass man mit Faschisten nicht verhandelt und nicht redet, Wirklichkeit wird. Ein deutscher Außenminister, das sage ich dem Außenminister dieser Regierung, ein Außenminister mit der Geschichte unseres Landes, setzt sich nicht mit Faschisten an einen Tisch. Er darf es nicht, weil man ansonsten Faschismus enttabuisiert. Ich möchte, dass unbedingt durchgesetzt wird, dass in der Ukraine über einen Waffenstillstand verhandelt wird. An diesen Verhandlungen müssen auch die Aufständischen in der Ostukraine beteiligt werden. Ohne sie geht es nicht. Man muss miteinander reden, wenn man keine Gewalt anwenden will. Und Genossinnen und Genossen, ich möchte auch, was unser Land angeht, dass mit einer anderen Art und Weise mit Russland geredet wird. Ich verachte diese Respektlosigkeit gegenüber eines Landes, wo 27 Millionen Menschen der Sowjetunion im faschistischen Zweiten Weltkrieg ermordet worden sind. Mehr Respekt auch für den Opfer dieses Landes, für die Gefühle dieses Landes. Da dröhnt die CDU, hat ja die Bilder gesehen, die Bild-Zeitung mit einer Petition, dass das Denkmal am Tiergarten abgeräumt werden soll, mit der Losung, die Russenpanzer müssen weg. Ich habe im Bundestag gesagt, diese Panzer haben auch die Befreiung unseres Landes vom Faschismus herbeigeführt. Und wir haben sie zu würdigen. Wo gibt es denn sowas, dass man die eigene Geschichte so schnell verdrängt? Wenn Deutschland einen Platz hat, dann einen Platz, dass wir für eine konsequente, vernünftige Friedenspolitik in Europa, auch in der Ukraine, eintreten. Und ich würde, wir haben einen Antrag dazu eingereicht. Ich bin froh, dass wir uns auf alles geeinigt haben, bei allem Streit, den wir vorher auch um die einzelnen Punkte gehabt haben. Ich würde euch gern 5 Punkte vorstellen für einen Friedensplan der Linken. Wir sind die Einzigen, die derzeit einen Friedensplan vorgelegt hat, der auch greifen kann. Unser erster Vorschlag ist, auch resultieren aus den Erfahrungen der Bevölkerung unseres Landes. Es muss runde Tische in der Ukraine geben, wo die unterschiedlichen Kräfte aufeinandertreffen und miteinander Friedensvereinbarungen eingehen. Dazu ist das Format der OSZE das Richtige. Ist doch spannend. Keiner wollte von dem mehr was wissen. Jetzt ist plötzlich die OSZE groß im Geschäft. Wir müssen eine Organisation in Europa für Frieden wirklich durchsetzen und sie mit ganzer Kraft auch von uns aus befördern. Mein zweiter Vorschlag ist, man braucht Ideen für eine soziale Umgestaltung der Ukraine. Das müssen vor allem die Bürgerinnen und Bürger dort selber. Der Ausgangspunkt der Proteste war ein sozialer. Wenn ich einen Vorschlag machen darf, liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns gemeinsam eintreten für die Enteignung der Oligarchen in der Ukraine, jeglicher Oligarchen. Das wäre ein vernünftiger Weg. Und wenn wir schon dabei sind, enteignen wir die Oligarchen in unserem Lande gleich mit, weil wir haben auch so eine Bande im eigenen Land.
Ich möchte drittens, dass der Begriff der Blockfreiheit endlich wieder eine Bedeutung erhält. Die Ukraine ist blockfrei und soll blockfrei bleiben. Ich bin dagegen, dass die NATO an die Ostgrenzen in Europa rückt. Ich bin dafür, die NATO abzuschaffen, wenn wir es hinkriegen. Mindestens aber keine Ausweitung der NATO. Und letztens, Deutschland braucht eine neue Ostpolitik, eine Entspannungspolitik in diesem Lande. Das war mal eine große Tradition und Stärke. Diese Stärke hat die SPD verloren. Liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns diese Stärke als Linke aufgreifen. Wir haben was einzubringen für eine Entspannungspolitik. Und der Stern kommt zum Schluss. Der Stern hat der SPD gesagt, man kann die nächsten Wahlen mit Entspannungspolitik gewinnen. Die nicht. Warum nicht wir? Ich bin für eine neue Ostpolitik, Entspannungspolitik und Friedenspolitik und erwarte das von meiner Partei. Danke sehr.